Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ich habe eine E-Mail von einem Zuschauer bekommen, der mir gesagt hat, Rico, das mit deinen Case-Filtern, das ist ja alles gut und schön, aber völlig überteuert. Ich habe ein komplettes Filtersystem, Steckfiltersystem für nur 22,90 und das ist mit Sicherheit genauso gut wie deine Filter von Case. Da habe ich mir gedacht, haha, okay, die Herausforderung nehme ich an. Ich bestelle mir das mal und gucke mir das mal an. Ich habe mir das Filtersystem dann mal rausgesucht und tatsächlich bekommt man für sage und schreibe 22,90 € einen erstmal sehr, sehr großen Lieferumfang. Was ist mit bei in dem Filterset? Es ist mit bei ein Filterhalter, der hat eine Aufnahme für drei verschiedene Filter. Dann habe ich verschiedene Adapter, die passend jeweils zu meinem Filterdurchmesser sind. Das fängt an bei 58 mm und geht sogar bis 82 mm. Insgesamt habt ihr 9 dieser entsprechenden Filterhalter-Adapter, die ihr dann passend zu euren Objektiven nehmen könnt. Was mir hier bei den Filterhalter-Adaptern aufgefallen ist, die sind sogar aus Metall, nicht aus Plastik oder sonst irgendwas. Und auch das Gewinde, ich habe das hier mal raufgeschraubt. Ich habe hier, um euch das mal zu zeigen, die 700D rausgekramt mit dem Kit-Objektiv 18-55 mm und habe hier passend mit den entsprechenden Adapter genommen. Und wenn ich den hier vorne raufschraube, dann läuft das tatsächlich erstmal sauber. Also da kenne ich andere Geschichten, wo wirklich das schon anfängt, die Problematik hier bei den, entsprechenden Gewinden. Hast du hier aber nicht. Okay, dann weiterhin im Lieferumfang ist eine Filtertasche. Die fand ich jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen, war da überrascht. Die könnt ihr aufklappen und dann habt ihr hier eine unheimliche Anzahl von Filtern. Und zwar insgesamt 14 Stück in dem Set hier für 22,90 €. Dabei sind 10 Filter, farbige Verlaufsfilter, hier zum Beispiel orange, obwohl sich mir so ein bisschen die Notwendigkeit solcher farbigen Filter entzieht. Grün ist mit bei, blau ist mit bei, die unterschiedlichsten Farben. Und ihr habt 4 verschiedene ND-Filter mit bei, also ND-Verlaufsfilter. Es sollen sein ND-Filter, ein ND2, ND4, ND8 und ND16. Die habe ich mir jetzt für euch natürlich schon mal angeguckt. Und da war die Euphorie auch schon zu Ende, als ich mir den Filter angeguckt habe. Wenn wir uns die Filter mal anschauen, die sind fast quadratisch. Es sind ND-Filter. Es steht aber nicht drauf, was für ND-Filter es sind. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme mal jetzt ein ND2, ein ND4, ein 8 oder ein 16er, denn sie haben überhaupt gar keine Beschriftung. Dann ist mir natürlich, klar, sie sind aus Plastik, aber sie sind extrem schlecht geschnitten. Ich weiß nicht, mit was die geschnitten werden. Hier unten haben sie auch alle nochmal eine ziemlich scharfkantige Kante. Ich habe mich bei dem ersten vorhin auch schon geratscht, da war ich auch schon dann echt angepisst von diesen Filtern. Das ist wirklich unsauber gearbeitet. Das nächste, was mir aufgefallen ist, gerade hier bei diesem ND-Filter, der hier hat hier zwei wirklich fette Einschlüsse direkt in diesem PVC, also in dem Plastik drin. Die liegen genau in der Bildmitte. Das heißt, du wirst hier immer dann irgendwas auf deinem Bild haben, was stört. Das ist natürlich blöd und gehört auf gar keinen Fall in einen ND-Filter. Dann kommen wir mal zur Beschichtung, wenn wir es so nennen wollen. Denn wenn man das mal so gegen die Sonne hält, das ist lustig, sieht es ein bisschen aus, als hätte das jemand mit der Hand mit der Sprayflasche besprüht. Es ist soll ein softer Verlaufsfilter sein, aber das ist so ungleichmäßig beschichtet. Also das ist ein No-Go. Also ehrlich, es ist, wenn man es jetzt so durchguckt, gegen die Sonne oder besser gesagt hier in den Himmel rein, ist natürlich eine Abdunklung da, das ist ganz klar, gar keine Frage. Aber sie ist eben alles andere von gleichmäßig und das ist natürlich bei der Fotografie blöde. Das möchtest du natürlich haben, wenn du zum Beispiel Ostsee fotografierst oder Nordsee oder auch in den Bergen bist, möchtest du natürlich den Horizont auch gerade haben. Das hast du hier definitiv nicht gegeben bei den Filterplatten. So, also keine Beschriftung, schlechte Verarbeitung leider und auch die Beschichtung, die es hier gibt, wenn man sie so nennen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das eine Beschichtung ist oder ob es irgendwie nur eingeformt ist. Whatever. Aber wir machen mal ein Foto damit. Das ist ja viel interessanter. Der Halter hier, noch kurz was zu dem Halter. Der ist aus Plastik. Punkt. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Auch der ist echt übel verarbeitet. Also sehr, sehr grob alles.
ja, nicht so, wie man das eigentlich in der Fotografie haben möchte. Auch hier sind Kanten. Hier ist mir zum Beispiel gleich aufgefallen, im ersten Einschub, der hier hinten ist, habt ihr so überstehendes Plastik. Wenn ich da den Filter reinschiebe, dann schwöre ich euch, dann ist hier diese Beschichtung verkratzt. Aber okay, wir machen den Halter jetzt hier, diesen Filterhalter, den können wir ganz einfach hier oben auf diesen Filteradapter raufschieben. Und dann klickt das ein, das ist auch soweit noch okay. Jetzt seht ihr schon hier, ich habe natürlich das Problem, ich kann das nicht so sehr leicht drehen. Es hat einen gewissen Widerstand und wenn ich jetzt im Autofokus bleibe, ihr seht schon, es bewegt sich hier die ganze Zeit, dann habe ich ein bisschen Angst, dass ich mir den Motor kaputt mache. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier in den manuellen Fokus und muss da mal gucken, wie ich es scharf gestellt bekomme. Denn ich kann das Ganze natürlich nicht lösen, es sitzt ziemlich fest hier drauf und der Tubus hier bei diesem Objektiv, der bewegt sich, wenn ich fokussiere. Das heißt, so wie ich hier meinen Horizont ein bisschen ausrichte oder das Ganze fokussieren möchte, verschiebt sich mein Filterhalter und damit auch der Fokus, könnte schwierig werden. Aber das probieren wir gleich mal. Ich nehme jetzt mal einen Filter, das ist der dunkelste, den ich habe, sollte damit auch ein ND16 sollte es ja sein, aber Einschluss, es sind zwei fette Einschlüsse mitten da im Bereich, wo du fotografierst, also in der Mitte, also das ist echt ungünstig. Ich packe das mal hier weg, die Tasche, und dann stecken wir mal hier den Filterhalter ein. So, also ND-Filter. Das ist auch ziemlich fummelig. Okay. Drinne ist er. Und wenn ich jetzt auf mein Display schaue, dann habe ich allerdings eine Abdunklung da, muss ich ganz klar sagen. Ist klar, du guckst durch, der obere Teil ist dunkel. Ja, das war es aber auch. So, wir versuchen das Ganze mal ein bisschen so einzustellen, wie es Sinn machen würde. Und jetzt habe ich natürlich das Problem mit dem Fokussieren, denn ich komme hier vorne nicht mehr so richtig ran. Ich nehme mal jetzt den Autofokus, lass das mal die Kamera machen. Gehe aus dem Autofokus raus, dann halte ich das mal hier fest. Das ist natürlich aber witzig hier, ne? Weil es geht so schwer. Okay, so lassen wir es jetzt mal. Und jetzt mache ich aber mal ein Foto, weil das ist ja viel wichtiger. Wie ist jetzt hier das Fotoergebnis? Ja, es hat eine Auswirkung aufs Foto, sagen wir es mal so. Ich schiebe den Filter mal ein bisschen weiter ein. Na, dann wird es schon wieder zu dunkel. Ja, wir nehmen es mal so. Ja, belassen wir es mal bei ja. Ich zeige euch mal hier das Foto. Das Problem ist, dass nach oben hin das Ganze wesentlich dunkler wird. Das heißt, normal, wenn ich einen Verlaufsfilter habe, wie zum Beispiel die von Case, dann haben die zwar einen soften Übergang, aber der obere Bereich, mit dem ich dann zum Beispiel den Himmel abdunkel, der ist wenigstens gleichmäßig, und zwar richtig gleichmäßig, und ich kann ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Hier auf dem Foto sieht man es ganz deutlich, dass es eben nicht gleichmäßig bedampft oder beschichtet oder was auch immer ist, und dadurch das Ganze natürlich... Ja, du kriegst eben kein ordentliches Bildergebnis, wie man das haben möchte. Ne? Ob man das nachbearbeiten kann, weiß ich nicht. Ob man das will, weiß ich auch nicht. Ja, also grundlegend, klar, man darf nicht vergessen, das Ganze kostet 22,90 €. Aber was ich bis jetzt damit fotografiert habe, euch jetzt hier auch gezeigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wer sich ernsthaft, auch hobbymäßig ernsthaft, ein bisschen ernsthafter mit der Fotografie beschäftigen möchte, sollte nicht damit anfangen, weil das schmeißt ihr weg. Das ist definitiv. Jetzt waren noch zwei Sachen mit bei, die wollte ich euch auch noch zeigen. Die fand ich auch cool. Ich habe ein Mikrofasertuch mit bei, das ist okay. Und ich habe einen Stift mit bei, und zwar so einen Reinigungsstift hier. Der ist so ähnlich wie von der Firma Lensaid, den ich euch da im Reinigungsset vorgestellt habe. Aber diesen hier, ne, den würde ich so, wie der kommt, in eine Tonne schmeißen. Punkt 1, der Pinsel, der hier ist, der lässt so viel borsten. Wenn ich hier anfasse, habe ich alles voll Borsten gleich in der Hand. Das heißt, wenn ihr da vielleicht vorne über euer Objektiv rüber geht oder woanders, dann bleiben die Borsten stecken. Im schlimmsten Fall verhaken sie sich irgendwo. Ja, okay. Und jetzt aber kommt der Hammer. Und zwar ist hier auch noch so ein Reinigungspad hinten dran. Das ist nicht nur so ungleichmäßig, es sieht aus, als wenn da Eisenspäne dran haften. Wenn du das hier rausnimmst und über dein Objektiv damit gehst, gehe ich jede Wette ein, ist das sofort zerkratzt. Also diesen Stift, der mit bei ist, gut, 22,90 €, kannst du so in eine Mülltonne. Also benutzt den nicht. Da möchte ich jetzt wirklich, da war nicht vor. Also ich habe das auch nicht probiert, möchte ich auch nicht probieren, das Ding. So, aber jetzt zu den Filtern. Wo könnte man jetzt so ein Filtersystem für 22,90 € einsetzen? Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht und mir ist tatsächlich was eingefallen, wo man das nutzen könnte. Und zwar bei meiner Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse, gibt es einen Fotokurs, der wird dort angeboten. Ja, für die Kiddies, das ist super. Und dafür würde ich tatsächlich so ein Set vielleicht kaufen. Denn
Kinder, wisst ihr selber, wer von euch Kinder hat, ne? Das ist ja das Typische, gib mal her, ich kann das, zack, kaputt. Würde ich auf definitiv keinen hochwertigen Filter nehmen, aber um den Kindern zum Beispiel in der Schule, zweite, dritte Klasse, die Grundlagen der Fotografie mit einer, keine Ahnung, vielleicht auch mit einer 700D zu erklären, das ist okay. Ne, da spielt es auch jetzt nicht die Rolle, ob da vielleicht ein Einschluss drin ist oder sonst irgendwas. Dafür in dem Preissegment kann man kaufen. Wird man 2, 3 Sets kaufen? Ich überlege auch, ob ich es der Schule weitergebe, das Set, damit sie damit ein bisschen rumspielen können. Aber für mehr, aus meiner Meinung, ist das nicht geeignet, das Set. Das sieht erstmal cool aus. Schöne Produktfotos auf jeden Fall. Ne? Und, aber qualitativ, also lieber Zuschauer, der du mir geschrieben hast, deine nette E-Mail, das ist genauso hochwertig. Das ist nicht mal annähernd so hochwertig. Wahrscheinlich kostet auch das ganze Set nicht mal so viel in der Herstellung wie die Verpackung von meinen Case-Filtern oder den Case-Filtern, das sind ja nicht meine, also die ich benutze. Das könnt ihr nicht miteinander vergleichen, das ist ganz klar. Irgendwo muss der Preisunterschied ja auch herkommen, auch das ist klar. Aber das hier, wenn ihr wirklich irgendwie ein Foto machen wollt, wo ihr mal ein bisschen Freude dran haben wollt, wo es sich auch lohnt, das nachzuarbeiten, 22,90 ist da definitiv keine Preisklasse, auf die man zurückgreifen sollte. Für Kinder, zum Erklären, ne? Das ist völlig okay. Mir kommt auch immer mehr der Gedanke, dass ich es wahrscheinlich weitergeben werde in die Schule. Aber ansonsten ernsthaft oder auch nur im Ansatz für Hobbyfotografie das Ganze zu verwenden, also dann spart lieber ein bisschen. Es gibt andere, muss vielleicht auch nicht ein Case-Set sein. Es gibt andere Sets, die gehen so, ja, ich habe von Cocaine zum Beispiel mal früher ein Set verwendet. Das fand ich schon cool. Da sind die Platten auch aus Plastik. Kann man wesentlich bessere Ergebnisse aber schon mit erzielen. Verlinke ich euch unten auch nochmal. Ich werde euch das hier auch nochmal im Video unten verlinken. Wer jetzt wirklich denkt, Mensch, mein Kind, 4 Jahre alt, möchte fotografieren, kauft so ein Filter-Set. Ansonsten, wer wirklich hobbymäßig oder ernsthaft fotografieren will, also das, ich kann es euch einfach nicht empfehlen. Allein die Verarbeitung von den Filtern, das ist nichts. Es ist nicht ordentlich vergütet, es ist, ihr habt keinen geraden Horizont, es ist nicht richtig bedampft. Die Farbfilter, das ist vermeintlich viel, aber was willst du mit so einem Farbfilter? Also warum sollte ich jetzt meinen Himmel orange machen? Wenn ich das machen will, dann nehme ich mein Foto, packe das in Lightroom oder eine andere Bildbearbeitung und färbe den Himmel ein. Also dafür brauche ich nicht so einen Filter. Der hat auch nicht den Effekt von einem Sonnenuntergang, was man vielleicht denken könnte. Das ist einfach gar nichts. Ich zeige euch hier auch nochmal ein Foto mit verschiedenen Farben hier von diesen Filtern. Auch das habe ich mal probiert, aber tja, es ist, da gibt es im Handy gibt's ja schon Farbfilter, die mehr Sinn machen. Also dafür ist das, ja, es sind viele Filter mit bei. Punkt. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. So, das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht bin ich doch ein bisschen wütend gewesen, weil ich mich vorhin hier geratscht habe am Finger an dem, merkt man das im Video? Ich weiß das gar nicht, ne? Aber da war ich schon echt genervt, ne? Wenn ich so einen Filter auspacke, ich gehe mit dem Finger drüber und ich schneide mir da einen Finger. Naja. Okay, 22,90, ihr bekommt viele Filter, ihr bekommt einen Filterhalter, aber zum Fotografieren würde ich es euch eigentlich nicht empfehlen. Das ist ein Spielzeug, vielleicht zur Demonstration, wie ist das aber, um ein ordentliches Bild daraus zu kriegen, ist das nichts. Vielleicht habt ihr jetzt selber so ein Set oder ihr habt das Set, dann schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar, ob ihr das wirklich tatsächlich verwendet oder nur in den Schrank gestellt habt danach, nachdem ihr es das erste Mal ausprobiert habt. Und tja, ob ihr so ein Set kaufen würdet. Ich verlinke euch das. Kein Problem. Ich würde es nicht benutzen, ist ganz klar, weil da wäre mir die Zeit zu schade, weil da ist nämlich genau das Problem. Du fährst jetzt mit so einem Set los, bindest dir 3, 4 Stunden ans Bein, hast ein cooles Bild, vermeintlich cooles Bild, kommst nach Hause, ist es Müll. Mir ist zum Beispiel vorhin auch aufgefallen, wenn ich durch die Scheibe gucke, ist es so leicht verschwommen, mein Foto. Also es wird so, mag jetzt annehmen, vielleicht brauche ich auch eine Brille, keine Ahnung. Aber ich denke mal eher, das ist das Plastik. Weil wenn du durch, das ist so, als wenn du durch eine Plexiglasscheibe durchfotografierst, was anderes ist es ja im Endeffekt nicht. Also, das ist weit entfernt von Case, will ich auch gar nicht, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Man kann es nicht miteinander vergleichen, das ist einfach so. Es ist auch weit entfernt von gut, muss ich leider auch sagen. Tja, wie gesagt, wenn ihr das Video interessant fandet, auch wenn es ein Spielzeug ist in meinen Augen, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Lasst mir mal einen Kommentar dazu da, wie findet ihr solche Filtersets hier, vielleicht auch das, ich verlinke euch das wirklich unten. 22,90, guckt es euch mal an und dann sagt mir mal, schreibt mir doch einfach mal, was ihr darüber denkt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat zu dem super Filterset für 22,90 zum Spielen für eure Kinder in der 3. Klasse, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten, wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne. Bis dahin.